Hallo und herzlich willkommen bei unserer Kochshow. Ich heiße Eva Birngruber und heute machen wir eine Tarte rustique à l'Apricot et au Pistache. Auf Deutsch einen Aprikosenkuchen nach Landfrauenart mit Pistazien. In Österreich heißen die Aprikosen Marillen. Du suchst dir einfach aus, welche Sprache für dich passt. Wein gibt es auch dazu, und zwar den Riesling Piri vom Weingut Nigel. Den hatten wir letztens schon bei den Sobernudeln. Das blende ich euch da oben ein, das Video. Und da war dann noch was übrig. Ich habe die Tarte schon mal ausprobiert und dann haben wir festgestellt, dass der Wein ganz hervorragend dazu passt. Ich freue mich schon sehr auf beide Sachen. Du auch, Josef, oder? Natürlich. Sehr gut. Jetzt machen wir den Teig. Dazu brauche ich natürlich meinen Schurz. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr zum Beispiel diese schicken Schürzen, wunderbare Kaffeebecher, Untersetzer, Turnbeutel etc. in unserem Shop kaufen. Oder ihr abonniert unseren Kanal und schreibt einen Kommentar. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür. Der erste Schritt ist, wir müssen den Butter und den Zucker schaumig rühren. Oder schaumig ist jetzt das falsche Wort, so lange rühren, bis so Spitzen stehen bleiben. Ich mache das mit der Küchenmaschine. Und die genauen Zutaten, die findet ihr unterm Video in der Videobeschreibung. Da verlinke ich auch unseren Blog. Das passt mal so. Und hier kommt jetzt die Hälfte vom Mehl dazu. Eine Prise Salz. Die Mandeln, die sind noch aus dem letzten Sommerurlaub. Da wird es jetzt Zeit, dass ich die aufbrauche, weil die sonst ranzig werden. Aber da gibt es halt so eine feine Qualität. Da gibt es die geriebenen Mandeln, die geschält worden sind vorher. Und die Speisestärke. Das vermischen wir wieder. Warten wir, bis das schön durcheinander ist. Ja, das passt schon. Und da kommt jetzt noch das Ei dazu. Und nach das restliche Mehl. Dann wird es ein schöner Teig und der kommt in ein Schüsselchen. Und den lassen wir eine Stunde im Kühlschrank ruhen. Josef, ich komme schon. Ich hole nur mal schnell die Weinglasel. Bitte sehr. So, wir haben jetzt den Riesling Piri, wie ich vorher schon gesagt habe, vom Weingut Nigel. Das Weingut Nigel ist in Senftenberg, das ist im Kremstal. Und Piri heißt Berg. Und für diesen Wein werden drei Weingärten gemeinsam gelesen und gemeinsam ausgebaut. Diese drei Weingärten, die haben das gleiche Mikroklima, die sind alle drei nach Süden ausgerichtet und sie haben den gleichen Boden. Es ist ein Glimmerschieferboden. Glimmerschiefer ist so ein grob bis mittelkörniges Gestein, das weiß ich noch von der Diplom-Sommelier-Ausbildung. Und findet man in den Alpen, aber auch in der Bretagne. Weißt du noch was zu Glimmerschiefer? Nein, du bist kein Geologe, ja? Zu wenig Geologe. Aber rechnen kann er sehr gut. Und filmen. Ja, und den Wein, da habe ich von der Frau Nigel habe ich letztens eine Flasche geschenkt bekommen, habe mich wahnsinnig gefreut. Da waren wir vor 2 Wochen waren wir dort. Das ist ein tolles Weingut, ein toller Betrieb. Und dieser Wein, der ist so grazil und feingliedrig und leichtfüßig, hat aber trotzdem eine Power und einen Trinkfluss. Engmaschig ist er und er riecht so nach Pfirsich. Herrlich.
Und der ist einfach total elegant. Ich finde den so angenehm zu trinken. Ja. Passt gut zu magst dir. Oh, danke sehr. Was für ein schönes Kompliment. Ja. Leichtfüßig und elegant. Naja, ich weiß nicht, ob das jetzt so auf mich zutrifft, aber wenn du das Schenk sagst, ein. Du wirst es schon wissen. Ja. Vielleicht solltest du noch ein bisschen an deiner Komplimenttechnik feilen. Kann man ja rausschneiden. Nein, das lassen wir jetzt drin, weil sonst gibt es wieder Beschwerden. So, Josef, wir haben jetzt eigentlich eine Pause, weil der Teig muss noch ruhen. Gut. Dreiviertel Stunden mindestens. Trotzdem, der Kameramann hat zu tun. Ja, ich auch. Ich finde alle was zu tun. Wir rollen unseren Teig aus. Das funktioniert am besten, also ich mache es so, auf einer Backmatte oder auf einem Stück Backpapier und auf das lege ich ein Stück Frischhaltefolie drauf. Und ich roll den Teig ja, in etwa auf Größe dieses Stück Backpapiers aus. Ein bisschen kleiner vielleicht. So sieht es jetzt aus. Da sind die Ränder halt jetzt sehr ausgefranst. Das gefällt mir nicht. Jetzt schneide ich hier außen rum, dass das ordentlich ausschaut. Und diesen Teig, den lege ich jetzt da oben drauf und rolle das nochmal gemeinsam aus. Dann wird der quasi eingearbeitet und der Rand ist schön. Den Teig stelle ich jetzt für etwa 10 Minuten ins Tiefkühlfach oder halt kalt stellen. Die Aprikosensechstel werden jetzt mit 2 Esslöffel Speisestärke und 2 Esslöffel Honig vermischt. Ein bisschen Minze kommt noch dazu, die wird leicht zerkleinert und das geben wir dann auf den ausgerollten Teig drauf. Wir lassen so einen Rand von etwa 3 cm frei. Der wird dann später eingeklappt. Das mache ich mit Hilfe von der Backmatte. Da geht es am besten. Schön rundherum andrücken und anschließend mit ein bisschen verquirltem Ei bestreichen. Die Tarte wird dann bei 180 Grad in etwa 30 bis 35 Minuten gebacken. Und wenn es dann abgekühlt ist, kommen noch ein paar Pistazienkerne dazu und frische Minzblätter. Josef, haben wir alles? Ich glaube schon, gell? Ja, Hunger haben wir. Ja, Kaffee tut da auch ganz gut dazu passen. Aber ich finde jetzt toll, dass wir einen Wein haben. Kann sehr ich bitte gut. Da noch ein bisschen Minze drüber haben? Und im Gegenzug dazu bekommst du von mir einen Wein. Das ist schön. Schau. Ja. Danke. Und Pistazien kannst du noch drüber geben. Mm. Und was ich vorhin vergessen habe, zusätzlich zum Ton einschalten, falls das euch aufgefallen ist, habe ich ein bisschen improvisieren müssen beim Schneiden, den braunen Zucker, der hätte noch zu den Aprikosen dazugehört. Wobei ich sagen muss, die sind jetzt total reif, die wir da haben. Ich glaube, ich brauche den gar nicht. Naja, ich nehme. Prost, Josef. Sag, ist dir nicht heiß? Nein. Das gibt's doch gar nicht. Normalerweise fühlt es mich allebei. Ich kann dich gar nicht anschauen mit dem dicken Pullover. Ach, dieser Wein. Sehr gut. Ich versichere euch, dieser Kuchen schmeckt traumhaft, gell? Ja. Dir auch? Absolut. Und der Wein dazu. Ja, der Wein, der passt einfach super dazu. Mhm.
Also mir hat es heute wieder sehr viel Spaß gemacht, mit dir ein Video zu drehen, Josef. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und wir konnten euch inspirieren. Dann bis bald. Pfiat euch.